kleine YouTube-Kanal, den heute jeder kennt, der hat's nicht immer leicht gehabt. Er reviewte schon in 2015, als es noch keine Panik gab. Ein Snoozer sagte mal, das sei ihm zu banal, es gibt doch keine Cowboys hier. Wir sind doch nicht im Westen, er hat sich schwer geirrt. Bom, 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 der wilde, wilde Westen fängt gleich hier in Lübeck an. In einem Studio im Norden, gleich bei der Autobahn. Hier hört man Geige, Banjo und Steelgitarre. Hier sind wir gut gelaunt. Die Cowboys von der Waterkant mit ihrem Nashville Dip. Puh, Schoolberry kommt jetzt. Willkommen zurück hier beim diversen Kanal. Ja, das war mal ein kleiner Witz, den ich jetzt hier reingebracht habe, weil wir sind ja Dipper und Dipper sind ja immer so echte Cowboys und ich wollte eigentlich erst richtige Country-Musik hier reinmachen, weil es heute ganz besonders männlich wird mit dem Skullberry und ja, deswegen habe ich jetzt dieses kurze, kleine, geckige Intro gemacht, weil mir ist dann eingefallen, es gab ja damals diese Truckstop-Band und die haben ja richtig gesungen, dass hier der Wilde Westen ja jetzt hier die Cowboys von der Border kannt und das musste ich dann natürlich dann ein bisschen, naja, wie sagt man dazu, veräppeln, will ich mal ganz vorsichtig sagen. Aber man merkt, ich kann nicht singen, ich kann auch nicht Gitarre spielen, nein, die sind immer alle nur zur Dekoration da. So, jetzt werden wir aber... Ich habe das echt so oft versucht aufzunehmen, das glaubt ihr gar nicht. Aber egal. So, Skullberry, den habe ich gekriegt von dem Snooze, von dem Hacky Snooze und Kautabak Reviewer. Der hat sich da ja mal ein bisschen mit eingedeckt. Und ich hatte ihn auch schon länger auf meine Liste, um ihn einfach mal zu probieren, weil, naja, wie soll ich sagen, ich war jetzt natürlich ein bisschen gespannt. So ein richtiges bäriges Aroma in einem Dip drin. Das ist ja vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, was wir so vielleicht noch nicht hatten. Und, naja, gut, mir fehlen schon die Worte hier. Ich habe gar keinen Matschak hier, Cheat, aber ist egal. Hauen wir uns trotzdem so rein. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt erstmal die Verpackung an. Und die sieht eigentlich im Prinzip ganz cool aus. Wir haben das hier in lila gehalten, ne? Berry Tobacco Blend Skull, auch hier die Dose wieder schön. Wie sagt Hacky noch mit dem gebürsteten Alu? Ja, ne? Sehen ganz schick aus. Ne? Kommen auch aus dem gleichen Hause wie Copenhagen, ne? Skullberry Tobacco Blend und so weiter, auch US Smokeless aus Nashville, ne? Deswegen ja auch mit seinem Dip aus Nashville und ja und so weiter. Gut, ja, dann würde ich sagen, muck wir das Ding mal auf hier und gucken uns das mal an. Also so sieht das aus, ja, ne, typisch kennen wir. Sieht halt aus wie Copenhagen halt so geschnitten ist und Co. Ne? Also das ist wirklich halt dieses klassische, ein bisschen feucht auch ganz gut. Wobei dieser hier, komme ich aber gleich zu, mir ein bisschen trocken vorkommt. Aber das kann vielleicht auch ein bisschen einbilden. Aber ja, so sieht das Ganze halt aus. Gut, okay, dann würde ich mal sagen, drehen wir mal um und machen mal den Geruchstest. Und da, ich muss das hier mal kurz ein bisschen gerade machen. Und da könnte das natürlich jetzt schon so ein bisschen... Ja, riecht bärig, definitiv Tabakgeschmack, vermag ich hier nicht rauszunehmen, es riecht nach Beeren, aber jetzt, ja, wenn ich jetzt so an Himbeeren, Brombeeren denke, das hat eher so einen Kaugummi-Taste, also, ja, weiß ich nicht, wenn ihr Orbit Waldfrüchte nehmt oder so, so ähnlich riecht das im Prinzip. Also es riecht ganz lecker eigentlich, muss ich ja tatsächlich mal gestehen. Und ich hätte es jetzt auch wirklich ehrlich gesagt, zumindest vom Geruch her, schon ein bisschen schlimmer und penetranter erwartet. Aber es geht eigentlich. Also es ist gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja,
dann würde ich sagen, packen wir mal uns hier eine, packen wir den mal und dann machen wir uns hier mal einen dicken Lipski reinpacken. Habe ich jetzt ein bisschen geklaut natürlich, aber macht nichts. So, und dann, ja, lässt sich gut packen, schaut dann so aus und dann würde ich mal sagen, hauen wir uns hier mal eine kleine Portion rein und dann wollen wir mal gucken, wie das ganze Zeug schmeckt. Ja, doch, er ist wirklich sehr in Ordnung, also er ist nicht ganz so feucht wie manch andere, aber es ist schon so, sag ich mal, in Ordnung, also es geht. Also gut, dann würde ich mal sagen, Cheers und ja, Prost. Braucht man Matschak. Wo hab ich den hingestellt, Mann? Vorhin hab ich noch... Hä? Ach, da hinten. Ja, ne, ist jetzt egal. Gut, kommen wir mal gleich zum ersten Geschmack. Ja, sehr bärig. Muss ich tatsächlich mal sagen, mich erinnert das Ganze aber wirklich auch, so wie es gerochen hat, eher an Kaugummis. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal vor... ganz langer Zeit hatte ich mal den Thunder Raspberry Long Cut, also dieser Versuch von Thunder in Tschechien mit Dip Fuß zu fassen. Also das war wirklich schlimmer. Also das war wirklich so überaromatisiert, aber das geht jetzt hier eigentlich. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt vom Skullberry eigentlich erwartet. Es geht. Ihr habt einen gutbärigen Geschmack, klar, ne? Tabak ist natürlich hier eher im Hintergrund. Ne, das ist so ähnlich. Schmeckt mir besser als der Kaya Grape. Den fand ich richtig scheiße. Muss ich, oder nicht richtig scheiße, aber schon komisch. Bei dem geht es ja eigentlich bei Skoll. Also es geht. Es gibt ja noch andere interessante Sorten, die wir uns ja auch nochmal vornehmen werden von Skoll. Es gibt ja noch Peach, Cherry hatten wir schon. Ja, ne, ich würde sagen, wir machen nochmal 15 Minuten Pause und dann kommen wir mal zum Fazit und dann wollen wir mal gucken, ja, nach was das denn schmeckt. Also bis gleich, dranbleiben. Hallo YouTube, da sind wir wieder zurück und ja, läuft gut, ist schön stark. Kann man sich gönnen, es geht, es ist gar nicht so schlimm. Also, viele sagen ja, oh, das ist ja ein Weiberdip. Ja, gut, kann natürlich sein. Aber ich sag mal so mal, zwischendurch mal was anderes, außer Wintergreen und den Mint-Taste. Und ja, ne, ist das mal eine ganz coole Alternative. Und ja, also wie gesagt, es schmeckt richtig schön bärig. Tabak kommt hier nicht raus, es kommt aber eine ganz kleine Spur von Salz tatsächlich mit hinaus. Kombiniert eigentlich ganz gut. Kann man sich gönnen. Also wer es bärig mag, der sollte da auf jeden Fall eventuell mal zuschlagen und sich den mal probieren. Ja, Skoll ist ja sehr für diese süßlicheren Dips. Also es gibt ja noch Peach, Cherry hatten wir schon. Jetzt haben wir den Berry. Apfel kommt nächste Woche. Und ja, dann gibt es noch Zitrus und all so ein Quatsch. Und das werden wir auch alles mal probieren. Aber ich finde den tatsächlich ein bisschen besser als den Sherry, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Und ich denke mal wirklich so, für zwischendurch ist das echt mal eine gute Alternative. Muss ich echt mal gestehen. Ich hätte es nicht gedacht. Aber auf jeden Fall schön kühl gehalten. Und dann schmeckt der eigentlich auch echt vernünftig. Also es ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, schon ein bisschen freakiges Aroma. Aber es ist echt in Ordnung. Und probiert's aus. Wenn es euch schmeckt, ist gut. Wenn nicht, dann lasst es. Naja, das ist nun mal so. Aber ich würde ihn vielleicht auch tatsächlich mal wieder bestellen. Einfach mal, um zumindest mal eine Abwechslung zu haben. So habe ich halt mal einen Berry. Weiß jetzt nicht, welche eine ganze Dose davon ist. Wahrscheinlich irgendwann hast du dich damit wohl auch überfressen. Bis jetzt aber noch nicht. Und von daher mag ich den jetzt auch gar nicht so schlecht bewerten. Ich würde ihm hier mal eine, naja, auch eine 7,5 geben, weil ich halt... Die Qualität ist natürlich gut, ist klar, ist US Smokeless, ne? Also Top-Marke, kann man nicht meckern. Und Skoll hat ja ein paar Überraschungen immer über und das finde ich eigentlich ganz klasse, dass sie auch mal sowas anderes machen. Ne? Also es kann, ich weiß jetzt nicht, es gibt ja auch noch Kajak, das war jetzt nicht so gut, aber da ist auch der Dip schon nicht so qualitativ gut. Dieser hier ist von der Qualität her gut. Geschmack muss man natürlich mögen und jeder für sich selber mal wissen und ich würde ihm mal eine 7,5 von 10 Punkten geben. Ich glaube, dem Sherry habe ich eine 7 gegeben. Also ich finde ihn einen Ticken besser als den Sherry. Und ja, muss man halt mögen. Entweder mögen oder nicht. Gut,
Das war's dann auch für heute, für den Dip-Tag. Mittwoch geht's weiter mit Schnupftabak. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Und bis dahin, haut rein, macht's gut und noch viel Spaß. Tschüss.